Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir die Geisterseelen hier oben noch gemacht. Das auf der Brücke, ne? Und das hier in dem Tunnel. Wo ist denn die zweite Liste? Da. Du musst das hier erstmal weg. Ups. Mal wieder top vorbereitet hier. Reiß mir jetzt nicht meine Flasche um. Doch, nee, das scheint jetzt soweit richtig zu sein. Gut, dann brauche ich nur noch meine Herzteilliste auf der richtigen Seite. Und dann... drei Herzteile erwarten uns. Muss ich das hier noch einmal richtig umblättern? Das habe ich. Das. Alles klar. Gut. Dann können wir direkt ins nächste Gebiet aufbrechen. Hat ja fast nicht lange gedauert. Warte noch nicht direkt. Vorher gehen wir noch nach Hyrule Stadt. Weil ich dort was abholen will. Das Problem ist, wir müssen dazu halt erstmal warten, bis es wieder Tag wird. Ups. Ja, kann ich die Dinger eigentlich mit dem Morgenstern plätten? Aber unheimlich ungenau. Wie lange dauert denn die Nacht? Oh, die hat gerade erst angefangen. Uff. Ja, dann lass uns mal zum Hyliasee warpen. Ich brauche eh noch zwei weitere Feen. Von daher. Dann verbringen wir hier ein bisschen Zeit. Und diese nicht mal so unproduktiv, wie man es befürchten könnte. So. Ich bin gerade massiv am Zelda vorproduzieren, ne? Also... ich habe jetzt... Oh, wie viele Folgen habe ich jetzt auf Vorrat? Über 30 Folgen habe ich jetzt auch... Also, bis Folge 30. Gestern kamen, glaube ich, 12 raus. Bis Folge 33 ist bei YouTube eingestellt. Bis irgendwas nach Folge 60 habe ich vorproduziert. Oder ist es hier Folge 60 ungefähr so? Auf jeden Fall ist es viel. So, einmal kurz hier in die Lampenhöhle rein, um die Kiste zurückzusetzen und dann holen wir uns noch eine Fee. Scheiß Lampenhöhle, echt ey. Ich hasse dieses Ding. Aber ich glaube, jetzt kommt kein so beklopptes Minispiel mehr. Also, ich meine zum Beispiel im Vergleich zu dem Rodeln auf dem Berg. Im Vergleich dazu kommt nicht mehr so ein behindertes Minispiel. Noch hier so ein bisschen Kugelchaos spielen am See. Und ansonsten bleibt's jetzt entspannt. So, wir gehen jetzt zurück zur Stadt. Wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir es Tag werden lassen. Dass man hier nicht irgendwie ein Lied spielen kann oder so, dass es Tag wird, finde ich echt anstrengend. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt stehen wir halt hier. Jetzt stehen wir halt hier so.
Der Mond ist halt noch nicht mal ansatzweise fortgeschritten. Ach, wisst ihr was, das ist mir zu doof. Wir gehen jetzt zum Zeitschrein. Dort kriegen wir eh ein Portal, also... Weil dort rechts vor dem... Schwertsockel... wird... na... wird ein Portal entstehen. Von daher. Da muss man dann halt nicht jedes Mal hier hinter watscheln. Oh. Ups. Wir müssen erstmal mit Mo reden. Es ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Sag mal, jenseits dieses tiefen Tals dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht geschützt wird. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Hylianer erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemandem gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Link, willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. What? Ha, das goldene Huhn. Mach dich nicht über ihn lustig. Er fliegt wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht, du wirst schon sehen. Ich würde das ja lieber als Wolf machen. Genau deswegen. Jetzt komm her, du dummes Huhn. Ah, ich kann aber mit dir reden. Der goldene letzte Hahn da drüben ist mir völlig egal. Wirklich, ich kann... Ich muss das mit diesem dummen Huhn machen. Jetzt ist es natürlich auch windstill, ne? Dass man das halt echt nicht. Dass man das halt echt nicht als Wolf macht. Als Wolf darüber zu kommen ist einfach. Mittner zieht ein. Wow, die Seile sind auch weg. Weg mit dir. Okay, du pfeifst nicht mehr aus allen Löchern. Was nehme ich denn unten rein? Ich nehme den Gleiter. Der Gleiter ist witzig. Sehen wir jetzt nicht das Horrorkind sogar nochmal? Müssen wir es jetzt nochmal jagen? Ach, Tatsache. Roll dich gegen die Wand.
Ah, ich muss dem Lichtschein folgen, genau. Zack. Ja, irgendwie ist Horror-Kid jagen ist aber trotzdem schon ganz süß. Ah, da ist das Licht. Da oben ist ein Geist. Zum Wolf werden. Ja, Link, du sollst da hoch. Ach, wirklich, du dumme Töle, springst da runter. Das kann nicht wahr sein! Nein. Hä? Das hier zählt als Firon, oder? Okay. Ja, es zählt als Firon. Okay. Speichern. In Firon müssen wir übrigens auch noch ein paar Geisterseelen sammeln. Da habe ich die Fackel gesehen. Aber hier gibt es kein Herzteil, das weiß ich. Hm.
Zack. Voll ein mitgegeben. Ja, ich drücke nach links und Link läuft geradeaus. Ich finde es immer wieder herrlich. Doch, ja. Muss ich hier hoch? Nee, hier war ich gerade schon. Wenn ich es nicht gleich finde, google ich das, wo dieses scheiß Horror-Kit ist. Ich finde es halt gerade echt nicht. Oder muss ich die Fackeln aktivieren? Ich muss doch sicherlich die Fackeln aktivieren. Ich find's halt nicht. Okay, ich beende die Folge an der Stelle. Google mal eben, wo das Horror-Kit ist. Das ist als Wolf, das sind die Statuen. Ah, ich muss erstmal zur Übersicht hier. Heilige Heine, ist das das Richtige?
So. Genau, Huhn. Weitere Begegnung. Stückchen weiter bis zum Teich auf einer Plattform. Diesmal versteckt sich hoch oben in einem Baum. Ah, oh Gott, ey, ist das dumm. Gut, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.